إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Wir machen weiter mit den Bedeutungen der Namen und Eigenschaften Allahs. Wir danken Allah, dass er uns diese Möglichkeit überhaupt gibt, über das Beste, was es überhaupt in der, ja, wir können nicht mal sagen in der Schöpfung, über das Beste, was es für die Schöpfung gibt, sich damit zu beschäftigen, mit Allah, mit seinem Wesen, mit den Bedeutungen, die er uns offenbart hat, sei es in der Schöpfung, das heißt, dass wir die Bedeutung der Namen Allahs in der Schöpfung erkennen, oder die Bedeutung in der Offenbarung Allahs. Das ist beides eine Barmherzige Allah. Und wir hatten letztes Mal König und auch über die Namen Allbarmherziger und Gnädiger gesprochen, das heißt Ar-Rahman und Ar-Rahim. Und ich glaube, letztes Mal hatte ich euch auch versprochen oder angedeutet, dass wir noch über einige Punkte bei dem Namen Ar-Rahman und Ar-Rahim sprechen werden. Und ich glaube, wir sind da nicht mehr so in Detail eingegangen. Das würde ich gerne noch machen, besonders weil das für uns im Westen vor allem, obwohl für die Menschen allgemein wahrscheinlich, aber vor allem im Westen eine große Rolle spielt. Nämlich die Frage, wenn Allah der Allbarmherzige ist, und das steht nicht zur Frage, das ist natürlich nicht, steht nicht zur Debatte, aber wenn Allah wirklich der Allbarmherzige ist und Barmherzigkeit ja bei uns in einem bestimmten Sinn definiert ist, dann wie erklärt man sich dann diese große Menge Vorfällen von Unglücksfällen, Drangsal, Pein, Schmerz, Betrübnis und alles, was es da so gibt, was definitiv da ist, wir können es nicht wegreden, und was vor allem dann, wenn wir auch mit Leuten Dauer machen, was vor allem dann auch immer eine große Frage ist, obwohl ich habe schon mal auch erwähnt, dass in den Ländern, wo das wirklich so ist, vergleichsweise mehr Drangsal und Pein entsteht oder besteht, dass dort die Gläubigkeitsrate eigentlich höher ist, als in den Gebieten, wo das immer wieder in Frage gestellt wird. Gibt es Allah, wenn er barmherzig ist, wo ist er denn dann, warum gibt es Tsunamis und all dies? Die Fragen, die gestellt werden in den Gebieten, dort geht es eigentlich meistens den Menschen sehr, sehr gut. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Nichtsdestotrotz, wir wollen Dauer machen, wir wollen auch aus unseren Köpfen selber leider manchmal aufkommende Zweifel vertreiben. Leider. Es wäre schön, wenn unser Iman so fest wäre, dass wir das nicht nötig hätten. Aber es ist nun mal nötig. Deswegen diese Frage, wenn das denn so ist, ja, wenn Allah der Allbarmherzige ist und Barmherzigkeit bedeutet, dass er uns mit Regen versorgt, dass er uns im Koran steht, wer außer Allah macht es denn, dass die Nacht nicht ewig dauert, sondern dass die Nacht irgendwann aufhört und zwar gemächlich aufhört und dass der Tag dann beginnt. Jetzt ist ja nachts, jetzt gehen wir alle Tarawih beten, manche von euch gehen bestimmt sogar auch langsam, in den meisten Moscheen fangen die ja auch an, Tahajjud anzubieten, Qiyam al-Layl, also mitten in der Nacht, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr. Und manche von euch gehen ja dann nachts raus und stellt euch mal vor, so wie es nachts ist, diese Dunkelheit und das, was die Dunkelheit alles mit sich bringt. Stellt euch mal vor, das wäre immer so. Stellt euch mal vor, es gäbe nie Tageslicht, es gäbe nie die Möglichkeit, aktiv zu sein. Warum? Weil die Zustände einfach nicht so sind, sondern man wäre immer Helligkeit irgendwie künstlich herbeizuschaffen. Es gäbe wirklich aber keine richtige Helligkeit. Ja, das sind eins, darüber kann man auch noch lange sprechen, die Folgen von der Allbarmherzigkeit Allahs in der Schöpfung. Ja, wie ich eben gesagt habe, wir können über die Barmherzigkeit Allahs im Koran lesen, in der Offenbarung lesen und wir können die Augen aufmachen und den Verstand und in der Schöpfung umherschauen und auch dort, wenn die Herzlichkeit Allahs in der Schöpfung offenbart sehen. Dass weil er barmherzig ist, deswegen regnet es. Weil er barmherzig ist, regnet es Süßwasser. Stellt euch vor, es würde Salzwasser regnen, die Erde könnte nicht existieren. In den Gebieten, wo es nur Meereswasser gibt und dort, wie viel Mühe das Wasser entsalzen werden muss und es dann trotzdem nicht die Qualitäten hat wie Süßwasser und dann durch komplizierte Destillierungsanlagen und viel, viel Geld ausgeben, das können auch sich nur die reichen Länder leisten, wo es halt Öl gibt, anstatt Süßwasser, dass sie dann ein paar, wirklich im Vergleich zu fruchtbaren Ländern, ein paar kümmerliche Erntefelder damit, mit diesem entsalzenen und umgewandelten Wasser bestellen können. Stellt euch vor, das wäre für die ganze Menschheit so,
dass es an sich nur Salzwasser gäbe. Das Wasser wäre erstmal nicht süß. Hier und das alles Barmherzigkeit. Das Wasser wird zwar aus dem Meer, gerät in die Atmosphäre durch das Verdampfen quasi, ja, durch das Verdunsten als Süßwasser wieder zurück. Kommt als Süßwasser wieder zurück. Das ist wie die Kuh frisst Gras, gibt uns aber süße Milch und nicht grüne, nach Gras schmeckende Milch. Ja, das sind diese Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala, in der uns immer wieder zeigt, die Allbarmherzigkeit von Allah. Gut, wenn das jetzt alles so ist, dann nochmal, wie lässt sich erklären, dass es so viele Unglücksfälle und andere Dinge auf dieser Welt gibt? Ja, dazu werde ich euch einige Sachen jetzt, einige Punkte vorlesen, über die sich die Gelehrten auch schon Gedanken gemacht haben. Der erste Punkt, und das ist die Sicht des Gläubigen, ist nun mal eine komplett andere als die Sicht des Ungläubigen. Ja, da wo der Gläubige Verzweiflung sieht und dunkel und kein Ende des Tunnels, dort sieht der Gläubige einen Neuanfang, eine Chance, eine Gelegenheit. Ja, das sind wirklich Himmel und Erde Unterschied. Der erste Punkt ist, dass Allah unsere Glückseligkeit, und er ist der Allbarmherzige und der Gnädige, dass er diese Glückseligkeit, dass er diese nicht vollkommen machen will im Diesseits, sondern im Jenseits, im Paradies. Die vollkommene Glückseligkeit des Menschen ist nicht gedacht, dass sie im Diesseits ist. Die ist da. Der Allbarmherzige hat sie geschaffen, aber sie ist für die Gläubigen im Jenseits, und zwar im Paradies. Denn die Dunya, wenn man sie vergleicht mit dem, was wahre Glückseligkeit ist, oder auch wahre Drangsal ist, wenn man sie mit dem Höllenfeuer vergleicht, die Dunya ist mit nichts zu vergleichen. Die ist wie nichts bei Allah wert. Die ist wie ein heißer Tropfen, wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ja, deswegen, wenn die Glückseligkeit im Diesseits verloren geht, mal, Allah kann sie dadurch ersetzen, dass er dir Stärke gibt, das auszuhalten. Das gibt es zum Beispiel im Höllenfeuer nicht. Wenn im Höllenfeuer jemand eingeht, dann wird dort den Menschen nicht diese Stärke gegeben, das auszuhalten, dass sie im Höllenfeuer sind. Wie lesen wir über die Höllenbewohner? Das wehe uns, wären wir doch nicht hierhin gegangen, hätten wir nicht den zum Freund gekommen, dann wären wir nicht hier ins Höllenfeuer eingegangen, wären wir nicht. Also diese Gram und diese Reue der Höllenbewohner, die ist uns im Koran detailliert geschildert worden. Das ist in Dunya. Wenn wir alle kennen Menschen, oder wir gehören vielleicht selber dazu, die schon einiges durchgemacht haben, in Dunya gibt es so etwas wie das geduldige Ausharren. Und auch das ist von Allah geschaffen. Auch das ist von Allah geschaffen. Im Dunya ist es möglich. Und Allah bewahre uns. Und Allah bewahre uns vor der Prüfung, dass wir das davor, wie sagt man, so erschüttert werden, dass wir an unsere Grenzen geraten. Dass, wie viel Sabr kannst du noch haben? Ja, aber das gibt es also in Dunya. Allah stärkt dann einen. Dieses Phänomen, dass Dunya nichts ist, im Gegensatz zu Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ja, ihr bevorzugt ja das Leben des Diesseits. Und das wird quasi so ein bisschen beklagt. Ihr bevorzugt das Leben des Diesseits, aber das Jenseits ist doch besser. Und was noch? Und es ist bleibender. Also die primäre, besondere Eigenschaft des Jenseits im Gegensatz zum Diesseits ist nämlich welche? Dass Diesseits vergeht. Mit all ihren Problemen, mit all ihren Vorzügen, das Diesseits bleibt nicht lange. Das Jenseits aber wird niemals aufhören. Was ist dann besser? Dort glückselig zu werden oder hier kurz glückselig zu sein, verbunden mit 20.000 Problemen? Diese kurzen Glückseligkeiten, die wir alle haben, sind auch gespickt mit Problem, und das dann schnell abgeben zu müssen und im Jenseits dann vielleicht nicht glückselig zu sein. Ja, Surat al-A'la. Dann, das ist ein sehr schönes Beispiel, habe ich in einem Buch gefunden, dass wenn man vergleicht zwei Menschen, die auf zwei Wegen unterwegs sind, der eine geht schwerfällig mit Mühe auf einem sehr schwierigen Weg. Schwerfällig, wir sind Dornen auf dem Weg, es steigt ein bisschen hoch, der Anhörer, der ist am Schwitzen und der kann nicht mehr, aber er geht einen Schritt nach den anderen. Warum? Dorthin, wo er hingehen will, erwartet ihn etwas sehr, sehr Schönes. Dort, wo er hingehen will, erwartet ihn etwas sehr, sehr Schönes, und er ist jetzt nur auf dem Weg, und wenn er erstmal da ist, dann kann er dort, wo die Schönheit, wo das
wo das Glückseligkeit ihn erwartet, dort kann er dann in Ruhe verbleiben. Der andere geht genau in die andere Richtung. Jetzt zum Beispiel, stell dir vor, jemand geht den Berg hoch und jemand geht den Berg runter. So könnt ihr das vorstellen. Der andere geht den Berg runter und ihr wisst, wie kann man einen Berg runtergehen? Man muss sich einfach nur fallen lassen, dass man, die Füße gehen allein. Man muss nicht sich besonders anstrengen. Er wandert den, eilig den Berg herunter, fühlt die frische Brise, auf seinem Weg ist kein einziges Hindernis und er läuft einfach, er muss sich einfach nur fallen lassen, sein Weg ist sehr einfach. Aber dort, wo er hingeht, erwartet ihn nur Pein und Unglückseligkeit. Jetzt wäre es doch unvernünftig zu sagen, dass der, der jetzt gerade einen leichteren Weg hat, dass er derjenige ist, der glückseliger ist von beiden. Das würde nur ein vernunftloser Mensch würde so urteilen. Und genauso verhält es sich mit denen, die Richtung Achira gehen, auch wenn sie hier unter Drangsal erleiden, dann sind das Kleinigkeiten auf dem Weg, für die sie sogar belohnt werden können, wenn sie es richtig anfangen. Aber letztendlich werden diese zu den Glückseligeren gehören und somit zu denen, die Allbarmherzigkeit von Allah umfasst hat. Ja, das ist diese, wir sehen das ganze Bild. Wenn man die Rahma von Allah erkennen will, muss man das ganze Bild sehen. Wir schauen uns nicht nur Puzzlestückchen an und sagen, oh, in diesen Puzzlestückchen sehe ich aber nicht die Rahma von Allah. Ja, das ist der Kafir, der die Wahrheit verdeckt hat und deswegen die Barmherzigkeit von Allah kann er nicht mehr sehen. Er hat die Wahrheit ja schon mit eigenen Händen bedeckt. Ja, deswegen derjenige, der auch wenn er gerade in Drangsal erscheint, letztendlich wird er zu den Glückseligeren gehören. Im Koran heißt in Surat al-Qasas, أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا وَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Das ist denn derjenige, dem wir ein schönes Versprechen gegeben haben und der es dann treffen wird, also der dann das Versprechen auch begegnen wird und das wird wahr werden, ist der denn wie der, dem wir kurze Zeit Nutznießung im Diesseits gegeben haben und dann am Tag der Auferstehung wird er einer der Vorgeführten sein. Ja, und wahrlich, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich ist derjenige glückseliger, der von Allah ein wahres Versprechen bekommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith von Muslim, dass das Diesseits ist das Gefängnis des Gläubigen und das Paradies des Ungläubigen. Ja, und jetzt wieder, das kennt alle die Geschichte, ich lese hier trotzdem nochmal vor, dass über Imam al-Razi, das war ein Imam, sehr großer Gelehrter, und er mochte es gerne, schöne Kleider anzuziehen und konnte sich natürlich auch leisten, aus legitimen Mitteln. Und er ging also raus auf die Straße und am eines Tages war er auf der Straße, er in seinen schönen Kleidern und gepflegt und sauber und ja, wohl gut aussehen. Und auf der Straße war einer, ein Ungläubiger, war auch dort und seine Kleider waren zerfetzt, war wahrscheinlich ein Bettler, ein Obdachloser, wie auch immer. Und er hielt ihn dann an und sagte, dass, wie kann das sein? Hier, bleibt mal stehen, also Imam al-Razi, und sagte, euer Prophet hat doch gesagt, dass diesseits ist das Gefängnis des Gläubigen und das Paradies des Ungläubigen. Und in welchem Gefängnis bist du denn bitte schön? Und in dieser Gnade, in der du hier rumschreitest. Und in welchem Paradies bin ich denn, wenn ich hier in diesem unglückseligen Zustand bin? Also ich bin arm, ich habe nichts, ich bin ja ohne Würde. Und der Imam antwortete ihm dann, Imam al-Razi, er sagte, O du, das innama ana fihi, das worin ich jetzt gerade bin, wenn man das vergleicht mit dem, was Allah im Paradies für die Gläubigen bereitet hat, dann bin ich gerade im Gefängnis. Und wenn du das, worin du bist, vergleichst mit dem, was Allah im Jenseits für die Ungläubigen bereitet hat, dann bist du gerade im Paradies. Ja, und warum? Weil das Jenseits ist besser und bleibender. Diese Ayah, die wir eben gelesen haben. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Und das Jenseits ist besser und es ist bleibender. Und in der Geschichte heißt es dann, dass der Ungläubige daraufhin sagte, dass euer Prophet hat die Wahrheit gesagt und er hat den Islam angenommen. Ja, euer Prophet hat die Wahrheit gesagt und hat die Islam und die Barmherzigkeit von Allah umfasst alle Dinge. Genauso der Tod. Der Abu Bakr radiallahu anhu sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem diese Ayah offenbart wurde, dass laysa bi amaniyikum wa la amaniy ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bihi. Surat An-Nisa, Vers 123. Nachdem diese Ayah offenbart wurde, die bedeutet, dass es geht nicht nach euren Wünschen und auch nicht nach den Wünschen der Leute der Schrift, sondern, wie ist das Gesetz dann? Wer Schlechtes tut, dem wird dafür vergolten.
Das ist das Gesetz. Es geht nicht nach unseren Wünschen, dass nein, ja, das Schlechte hat keine Auswirkung oder nein, es geht nicht nach unseren Wünschen, sondern so ist die Regel. Man ya'mal su'an yujza bihi. Wer Schlechtes tut, dem wird das vergolten. Und Abu Bakr radiallahu anhu fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ja Rasulallah, wie wird dann die Rettung für uns sein, nachdem diese Ayah offenbart wurde? Die, die auch für sich gefürchtet haben, Allah möge uns wie diese Menschen machen. Ja, er fragte als erstes, ja Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, wie wird es dann, wie kann es nach dieser Ayah noch irgendeine Rettung geben, weil wir alle tun Schlechtes. Das hat sich direkt angesprochen gefühlt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam antwortete, dass nein, es ist nicht so, o Abu Bakr, sondern trifft dich nicht etwas in deinen Kindern? Also trifft uns nicht manchmal ein Unglück und ein Drangsal in unseren Kindern, sei es, dass den Kindern etwas passiert oder dass die Kinder so schlecht sind, dass wir deswegen trauern? Und trifft dich nicht etwas von Schmerz? Und trifft dich nicht etwas manchmal in deinem Besitz? Und der Abu Bakr antwortete, dass ja, das ist Teil unseres Lebens. Das Namen ja Rasulullah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und dies ist das, was euch vergolten wird. Das heißt, es ist also auch eine Barmherzigkeit, dass uns manches, obwohl das schwer ist, manchmal zu verstehen. Aber wenn wir Akhira erstmal sind, dann wird sich alles ändern. Dann wird man sich vielleicht wünschen, dass anstatt, dass ich hier jetzt noch lange warten muss oder dass ich hier noch fürchten muss, noch vielleicht bestraft zu werden, Allah, dass Allah uns ohne das ausradiert und auslöscht, was wir getan haben, ohne uns dafür zu fassen, weder im Diesseits noch im Jenseits. Ja, aber das ist die Regel von Allah, dass hier und da den Menschen schon hier reingewaschen wird. Das ist dann, ja? Ja, das habt ihr doch mitbekommen, dass Abu Bakr radiallahu anhu fragte, wie kann es noch Rettung geben nach dieser Ayah? Was, wenn ihr Schlechtes tut, dann wird euch vergolten werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass nein, das ist nicht, dass wir alle vernichtet werden, sondern das, was uns in unserem Besitz, in unseren Kindern, in uns an Schmerzen, an Drangsal und Betrübnis trifft, dass dies schon eine Vergeltung ist für das, was wir alle an Schlechtem tun. Und dass wir deswegen dann das quasi schon abgehakt haben und dann im Jenseits uns das vielleicht dann nicht mehr begegnen wird. Das heißt also auch eine Barmherzigkeit, wenn ihr euch an dieses Hadith auch erinnert, dass es trifft den Gläubigen keine Schmerz, kein Betrübnis und nicht mal ein Dorn, das ihn sticht, ohne dass ihm dafür Sünden vergeben werden. Ja, aber das empfindet man, glaube ich, nur als Barmherzigkeit, wenn man auch die Sünden, die man tut, als eine Belastung empfindet. Ja, das heißt, wir müssen wirklich da ein bisschen uns die Einstellung ein bisschen ändern. Sünden, seien sie auch klein, ist ein großes Vergehen auf dem Angesicht der Erde, die Allah für uns erschaffen hat. Ja, es heißt auch in einer Ayah, dass wenn Allah die Menschen fassen würde für das, was sie tun, dann würde es auf dieser Erde keine lebende Kreatur mehr geben. Das ist also auch die Barmherzigkeit von Allah, dass er uns hier und da nur ein bisschen fasst, vielleicht auch nicht, dass wir übermütig werden und nicht Allah ganz vergessen, wie es heißt, dass wenn diese Dunya irgendwas wert wäre bei Allah, so ungefähr heißt es im Koran, dann würde er denen, die den Glauben verweigern, Treppen und Dächer und Häuser aus Gold und Silber machen. Wenn diese Dunya, ja, wenn dadurch nicht gefürchtet werden würde, dass die Gläubigen eher zum Unglauben neigen würden. Warum? Weil sie das so bewundern würden, was bei den Ungläubigen ist. Ja, wenn, also es ist für die Gläubigen gemacht worden, dass es nicht so ist. Aber sonst, die Dunya ist nichts wert. Die könnten ruhig Gold und Silber als Treppe und Dächer und Fenster haben. Ja, aber es ist für die Gläubigen eine Barmherzigkeit, dass er hier und da verteilt, mal hier Drangsal gibt, mal dort Betrübnis gibt, damit die Menschen nicht ganz in Unachtsamkeit verfallen. Ja, auch Barmherzigkeit, was wir normalerweise nicht als Barmherzigkeit sehen, und das ist besonders für die, die das vielleicht selber schon persönlich erlebt haben, die schon einen lieben Verwandten, einen lieben Freund, ein Kind, Allah möge uns allen Sabr geben, den Schwestern, denen das schon passiert ist, schon verloren haben. Aber selbst der Tod, wenn wir es von einem anderen jetzt nicht als aus dem Gesichtspunkt betrachten, wir sind die, die verlassen werden, sondern wenn wir es aus einem anderen Winkel betrachten, ist auch der Tod eine Barmherzigkeit. Erstmal ganz salopp mal gesagt, ja? Stellt euch mal ein Haus vor, ihr geht jemanden besuchen und ihr geht rein und in dem Haus sind die Eltern, sind die Großeltern, sind die Urgroßeltern, sind die Ururgroßeltern und alle Tanten und Ururtanten und Ururonkel und sein ganze bis 10.000 Jahre zurück. Würde man das noch als Barmherzigkeit empfinden? Hier ist wirklich ein bisschen hart ausgedrückt. Aber nur für einen Moment, weil wir beklagen uns viel, aber wir denken nicht dran, wie wäre es denn, wenn es anders wäre? Was wäre denn, wenn Allah das einfach umändern würde und keiner würde mehr sterben? Ja, das heißt, langsam, bevor wir kritisieren und immer so wagemutig voranschreiten, erstmal innehalten und nachdenken, so wie Allah alles gemacht hat. Da ist eine große Weisheit dahinter. Ja, erstmal das. Dann auch dürfen wir nicht vergessen, dass für den Gläubigen der Tod
ja nicht ein Ende bedeutet, sondern ein Übergang ist. Und dieser Übergang kann ein Übergang in die absolute Glückseligkeit bedeuten, wenn er denn da gläubig war. Es ist ein Übergang von dem Prüfungsraum in den Raum, wo er nun endlich ernten kann, genießen kann, erwerben kann, einnehmen kann, einsammeln kann, was er mit großer Mühe, mit viel Drangsal, mit viel Furcht und Hoffnung vorausgeschickt hat, in der Hoffnung, dass er es irgendwann ernten darf. Das ist ein großer Moment von Jubel und von Freude, zu wissen, dass ich habe die Prüfung bestanden. Das wissen wir alle, wenn ihr euch zurückerinnert, an dem Moment, wo dieser Prüfer im Auto sagt, ja, Sie haben die Prüfung bestanden, Führerschein. Ich glaube, den meisten von uns ist damals bestimmt ein 10 Steine vom Himmel, vom Herzen gefallen. Und Nervosität und was sagen die Eltern? Oh mein Gott, mein Vater bezahlt mir nicht nochmal die Rechnung oder ich habe nicht genug Geld, um noch mal so viel zu arbeiten. Ich muss jetzt bestehen. 1000 Gedanken für so eine Kleinigkeit. Ich meine, es gibt wenig Leute, die Führerschein machen wollen und es letztlich nicht bestehen. Man macht 2, 3, 4 Mal den Test. Irgendwann besteht man es. Ja, das ist nun mal so. Ja, es gibt nur einen Tod und das ist dieser Prüfungsübergang und entweder du hast es geschafft, es gibt nur ein Leben. Dieses Leben kannst du bei Allah zufrieden oder nicht zufrieden gemeistert haben. Und dann dieser Moment, wie muss der schön sein? Allah möge uns allen diesen Moment geben. Dieser Moment von, ich habe es geschafft, Allah ist mit mir zufrieden. Wie heißt es in Surat al-Fajr? Wie wird zu der Seele gesprochen werden, die stirbt? Also nicht die Seele stirbt, die Seele wird genommen vom Körper. Der Mensch stirbt. Und wie wird zu ihr gesprochen werden? Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Dass, oh du ruhige Seele, das ist die gläubige Seele, die Ruhe gefunden hat im Gedenken an Allah. Die Ruhe fand in allen Umständen, die Allah ihr gab, weil sie wusste, es ist alles mit dem Willen von Allah. Die Ruhe fand im Glauben an die Allmächtigkeit von Allah. Oh du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, zufrieden und zufriedenstellend. Also Allah ist mit dir zufrieden und du bist auch selber zufrieden. Ja, das ist ein schöner Moment. Für den, den man zurücklässt, ist es schwierig. Aber für die Seele selber ist es ein schöner Moment, weil sie hat es geschafft. Sie ist durch die Ziellinie durchgelaufen. Ja, und wie sagt über die Shuhada, über die Märtyrer im Koran, wie heißt es? Sie freuen sich über die, die noch zurückgeblieben sind, die noch nicht zu ihnen zugestoßen sind. Dass für sie wird es auch gute Belohnung und frohe Botschaft, so ähnlich, wird es auch geben. Ja, das heißt, die wünschen sich, das würde doch denen auch das passieren, was uns von Gnaden wir schon bekommen haben von Allah. Ja, deswegen auch die Malaika im Koran steht auch. Und الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبِينَ, diejenigen, die die Engel abberufen, also die Todesengel, der Todesengel und die Helfersengel, kommen zu dieser Seele. Und die sind طَيِّبِينَ, das sind gute und reine Seelen. Was sagen die Engel zu denen? Das يَا أَيَّتُهُ الرُّوحَ الطَّيِّبَ, o du reine und gute Seele, das heißt im Hadith. Du Seele des dessen und dessen, dann wird der Name genannt. Komm raus, der Todesengel sagt das, und die Engel, die mit ihm sind, komm raus zu der Zufriedenheit Allahs und seiner vollkommenen Zufriedenheit und Wohlgefallen. Komm raus zu der Zufriedenheit deines Herrn und seiner vollkommenen und seines vollkommenen Wohlgefallens. Ja, ihr kennt alle das Hadith bei Sahih Muslim. Das ist lang, das Hadith. Ich sage euch jetzt nur den sinngemäßen, was darin passiert. Dass wenn der Todesengel kommt und die Seele des Menschen, des gläubigen Menschen, das steht hier nicht, aber es muss gläubige Menschen heißen, und die Seele des Gläubigen herausgeholt wird, wenn der Todesaugenblick gekommen ist für den Menschen und der war gläubig, dann kommt der Todesengel und die Seele wird rausgeholt und die 2 Engel, die mit ihm kommen, haben leuchtende Gesichter, das heißt, man freut sich, ja, 2 Lichter kommen zu dir und die sehen fröhlich oder ja, drücken eine frohe Botschaft aus mit ihren Angesichtern und sie kommen und die Seele des Gläubigen verlässt ihn so einfach, wie ein Tropfen aus einem Gefäß fließt. Ja, es ist alles leicht, es wird alles einfach, es wird alles, alle Probleme werden gelöst. Das ist ein unglaublich schöner Moment, Allah möge uns allen dazu gehören lassen, für den, der sein Leben dafür benutzt hat, Allahs Wohlgefallen zu suchen. Ja, seine Seele verlässt ihn leicht und dann kennt ihr das Hadith, dann nehmen die Engel ihn mit, hüllen ihn in schöne Tücher ein, die gut riechen, die einen Duft verbreiten und sie steigen mit ihm hoch in die Himmel und überall, wo sie vorbeikommen, fragen die anderen Engel und überall sind Engel, wessen Duft ist das, wessen Seele
Seele ist das, die so einen schönen Duft verbreitet. Sich mit Nahrung wird gefragt, was ist das für eine Person? Was ist das für eine Person, die so einen Duft verbreitet? Wer ist das? Was ist das für ein Mensch gewesen? Und er wird bei den besten Namen gebracht, genannt werden, er im Diesseits auch hatte. Bei den besten Namen, die er im Diesseits auch hatte. Dann wird zum ersten Himmel gegangen, dann wird geklopft, gefragt, wer ist da? Hier ist der und der mit der Seele von dem und dem. Und es wird Einlass gewährt werden, so weiter bis zum siebten Himmel. Und er darf Einblick halten ins Buch der guten Taten. Er darf nur mal sehen, was er gemacht hat. Hier, komm mal, deswegen bist du hier. Allah hat es akzeptiert und seine Barmherzigkeit hat dich umschlossen. Du darfst zu den Guten gehören. Ja, das ist, subhanallah, das ist so, wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt im Abiturprüfungsraum und jemand nimmt euch mit nach der Prüfung und sagt, komm, wir zeigen dir, du hast so tolle Prüfungen gehabt, die vorigen schon. Du darfst schon mal gucken, du kriegst sowieso, du bestehst mit Bravour. Hier, du darfst schon mal gucken. Diese Glückseligkeit, etwas geschafft zu haben. Nicht irgendwas, den, der dich erschaffen hat, zu dem du zurückkehrst, seine Zufriedenheit. Ja, das heißt, dieser Moment von Glückseligkeit, dieses Gefühl von Eröffnung, von Befreiung, von Erleichterung für den Gläubigen, das sind alles große Gnaden von Allah. Dann wissen wir auch im selben Hadith in einer Überlieferung, heißt es auch, auch von Muslim überliefert, dass wenn, dann wird dieser Mensch, diese Seele in sein Grab zurückgebracht, wo immer das sein mag. Und dann kommt diese Befragung des Grabes und dann man ist alleine im Grab und selbst das erleichtert Allah dann und eine schön aussehende Gestalt kommt zu einem. In diesem Hadith heißt es, man fragt, wer bist du? So schön und was machst du jetzt bei mir im Grab? Ich bin ganz alleine. Und diese Gestalt antworten, ich bin deine guten Taten. In einer anderen Überlieferung heißt es, ich bin dein Koran, den du zu lesen pflegtest. Und der Diener wird dann sagen, dass, oh mein Herr, mach, dass die Stunde bald ist, damit ich zu meiner Familie und zu meinen Eltern zurückkehren kann und sie verachbiruhum bi ni'matika alay und dass ich dann ihnen berichten kann über deine Gnaden mir gegenüber. Ja, das ist, so spricht ein glücklicher Mensch. Das ja, mach, ich will die Stunde erleben, ich freue mich drauf, weil ich, mich erwartet Gutes. Ja, und deswegen alles, was uns jetzt noch davon abhält, zu diesen Menschen zu gehören. Deswegen, was ich letztes Mal schon meinte, es ist Ramadan, ja, was wir an Belastungen, an Gram und Grollen anderen gegenüber noch im Herzen tragen, was da noch an Knoten ist, die noch nicht gelöst sind, lasst es gehen. Es lohnt sich nicht, den Weg nach Akhira zu verlangsamen oder sich zu erschweren, wegen irgendwas, was nur Teil von dieser Welt ist. Es ist es nicht wert. Es ist es nicht wert, das vielleicht verpassen zu müssen, was Allah an Gnaden für den Gläubigen bereitet hat. Ja? Deswegen nochmal, ganz kurz, das haben wir letztes Mal schon gemacht, wie leben wir dann also mit dieser Eigenschaft von Ar-Rahman, wenn unser Herr Ar-Rahman Ar-Rahim ist, was möchte er dann von uns auch sehen? Im Koran steht, Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman, diejenigen, die barmherzig sind, Menschen, die barmherzig sind, Allah, der Barmherzige, erbarmt sich auch ihrer. Die Barmherzigen, was ist mit denen? Der Barmherzige erbarmt sich auch ihrer. Erbarmt euch derer, die auf Erden sind, erbarmen wird sich euer, der im Himmel ist. Sehr schönes Hadith. Irhamu men fil ard, yarhamukum men fil sama. Ja, also was ihr aus, der Output, dann kommt zu euch auch das gleiche als Input. Dann, im Hadith heißt es, erbarme sich Allah des Mannes, der in der Nacht aufsteht und betet und dann seine Frau aufweckt und sie betet auch. Ja, also sich gegenseitig, und zwar in der Familie, nicht immer nur draußen in der Welt, sondern in der Familie auch, sich gegenseitig zum Guten bringen, motivieren, helfen einander, ja, und Gutes verbreiten. Gutes verbreiten, und zwar im engen Kreis anfangen und dann ausweiten. Nicht, dass alle, die um dich herum sind, sagen, oh mein Gott, die ist so, ja, die ist echt ein Problem, und alle, die wenig mit dir zu tun haben, die dich einmal die Woche sehen, im Sonntagssatz nur, die alle von dir begeistert sind. Ja, sollte die Leute, die eng mit uns zu tun haben, sollten auch in den Genuss unserer guten Eigenschaften kommen. Dann, Rahma äußert sich auch vor allem durch Birrul Walidain, die gütige Behandlung der Eltern. Wachfid lahumma janaha dhulli min ar-Rahma und senke für sie die Flügel wörtlich deiner Demut. Aber das bedeutet, man soll sich demütig und barmherzig zu den Eltern verhalten. Dann, ganz großes Mittel, um die Barmherzigkeit Allahs zu erwerben, den Koran zu verlesen, und zwar so, wie es angemessen und das Recht ist des Koran. Und wir haben von dem Koran herabgesandt, was eine Heilung ist und eine Barmherzigkeit für die Gläubigen.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dann heißt im Koran auch in Surat al-Araf, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und wenn der Koran verlesen wird, so horcht auf ihn und schweigt, auf dass euch erbarmt werden möge. Das ist also auch ein großes Mittel, die Barmherzigkeit von Allah zu erlangen. Ja, das waren noch ein paar Punkte zu dem Namen Ar-Rahman und Ar-Rahim.